Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Meine geehrten Geschwister, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist ein großes und umfassendes Thema. Viele Gelehrten des Islam haben Liebe in verschiedene Kategorien eingeteilt und sie unterschiedlich stark eingestuft. Doch ob wir alle Arten der Liebe kennen oder nicht, eines wissen wir mit Sicherheit. Liebe ist etwas sehr Starkes, das einen großen Einfluss auf den Menschen hat und ihn grundlegend verändern kann. Jeder Mensch handelt aus gewissen Motiven. Schule, Studium, Arbeit oder Sport vollziehen wir alle aus einem Motiv, das uns antreibt und motiviert. Manch einer möchte seine Eltern glücklich machen und zufriedenstellen. Andere wiederum möchten Ansehen in der Gesellschaft gewinnen oder viel Geld verdienen. Aber nicht jede Motivation führt zum gleichen Ergebnis. Denn je besser oder stärker die Motivation, desto besser und beständiger wird man sein Ziel verfolgen. Die größte Motivation sollten wir im Islam haben. Wir müssen erkennen, was es ist, das uns im Islam motiviert. Denn eine falsche Motivation kann eine falsche Handlung zur Folge haben. Das fundamentale Motiv für die Handlungen des Muslims sollte das Wohlgefallen Allahs sein. Dies ist bei vielen Muslimen der Fall. Aber dennoch erkennt man, dass sie den Islam unterschiedlich stark praktizieren und ernst nehmen. Einer der Gründe dafür ist die unterschiedlich stark ausgeprägte Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand würde behaupten, dass er Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Aber es scheint manchmal so, dass einige Muslime dennoch eine größere Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala haben als andere. Uns sollte bewusst sein, dass diese Liebe einen großen Einfluss auf unsere Persönlichkeit und unsere Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala hat. Sie ist ein Pfeiler in dieser Bindung und muss mit entsprechend viel Aufmerksamkeit behandelt werden. Die Liebe der Sahaba radiallahu anhum zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam hat Dimensionen erreicht, die für uns nicht real erscheinen. Es wurden uns Geschichten überliefert, die uns fassungslos machen. Sie haben Taten vollbracht, die uns wie Wunder vorkommen, von denen wir meinen, sie seien scheinbar unmenschlich. Doch die Liebe zu Allah, die tief im Herzen verankert ist, kann den Menschen dazu treiben, Berge zu versetzen. Ibn Hisham berichtet in seiner Sira folgende Geschichte, die sich ungefähr im 4. Jahr der Hijra abspielt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr, dass die Stämme des Najd einen Angriff planten, stellte er sallallahu alaihi wasallam ein Heer bestehend aus mehr als 400 Mann zusammen, um den Plänen seiner Feinde zuvorzukommen. Jedoch kam es zu keiner Schlacht und die Muslime begaben sich wenig später auf den Heimweg. In diesem Heer befand sich ein junger Mann von den Ansar. Sein Name war Abbad bin Bishr. Auf dem Heimweg in der Dämmerung der Nacht schlugen der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba radiallahu anhum ein Lager in einem Tal auf. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte die Sahaba, wer wird uns heute Nacht bewachen? Abbad bin Bishr radiallahu an von den Ansar und Ammar ibn Yasir radiallahu an von den Muhajirin, die nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam verbrüdert worden waren, sagten, wir ja Rasulullah. Angekommen an ihrem Platz, erkannte Abbad bin Bishr, dass Ammar ibn Yasir erschöpft war und fragte ihn, in welchem Teil der Nacht möchtest du lieber Wache halten? Im ersten oder im zweiten Teil der Nacht? Halte für mich im ersten Teil der Nacht Wache, gab Ammar ibn Yasir radiallahu an zur Antwort. In der Ruhe der Nacht dachte sich Abbad bin Bishr, wie schön es doch wäre, jetzt vor seinem Herrn im Gebet zu stehen. So begann er sich Allah im Gebet zuzuwenden. Mitten in der Nacht wachte der Prophet sallallahu alaihi wasallam neben Aisha radiallahu anha auf, um das Tahajjud-Gebet zu verrichten. Er hörte, wie jemand den Koran mit einer reinen Stimme rezitierte und fragte Aisha radiallahu anha, ist das die Stimme von Abbad ibn Bishr? Ja, o Gesandter Allahs. Daraufhin sprach der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet für ihn. Ja, Rabb, vergib ihm. Und so vollzog Abbad ibn Bishr radiallahu an, der den Beinamen Freund des Koran trug, in der Stille der Nacht sein Gebet. Nachdem er Surat al-Fatiha beendete, begann er Surat al-Kahf zu lesen. Einer der Götzendiener, dessen Frau die Muslime als Geisel nahm, schwor bei seinen Götzen Al-Lat und Al-Uzza Rache zu nehmen. Nachdem dieser Mann Abbad ibn Bishr sah, nahm er seinen Bogen und schoss seinen ersten Pfeil und er bohrte sich in das Fleisch von Abbad subhanahu. Er zog den Pfeil raus und fuhr mit seinem Gebet fort.
als wenn nichts gewesen wäre. Der Götzendiener schoss seinen zweiten Pfeiler. Und auch als dieser sein Ziel traf, zog Abbad ihn erneut aus seinem Körper und setzte sein Gebet fort. Auch der dritte Pfeil bohrte sich in den Körper von Abbad ibn Bishr. Wieder zog er ihn raus, er beugte sich zum Ruku' und Sujud und beendete sein Gebet. Von Blut überströmt, völlig erschöpft und schwer verletzt, streckte er seine Hand nach Ammar ibn Yasir radiallahu an und sagte: Ammar, steh auf und halte Wache, ich bin verletzt. Nachdem Ammar ibn Yasir radiallahu an begann, die Muslime zu alarmieren, wandte er sich Abbad ibn Bishr radiallahu an zu und sprach: Gepriesen sei Allah, weshalb hast du mich nicht aufgeweckt, als sich der erste Pfeil traf? Und nun hört, wie unglaublich die Antwort Abbad ibn Bishrs radiallahu an war. Ich rezitierte eine Sura, die meine Seele mit Ehrfurcht erfüllte und wollte sie nicht unterbrechen, bis ich mit ihr fertig bin. Der Prophet befahl mir, diese Sura auswendig zu lernen. Als ich dann mehrmals getroffen wurde, beugte ich mich zum Ruku' und weckte dich dann. Ich schwöre bei Allah, hätte ich nicht Angst um den Eingang des Tals gehabt, welchen der Gesandte Allahs befahl zu schützen, so hätte ich die Sura bis zum Ende rezitiert oder meine Stimme wäre erloschen. Allahu Akbar. Welchen Stellenwert müssen Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam im Herzen eines Dieners haben? Wie sehr muss man die Worte des Koran lieben, um zu solch einer Tat fähig zu sein? Wir alle können gute Taten vollziehen, vielleicht sogar sehr gut. Aber wenn es um die besten Taten geht, um unglaubliche Taten, wie die von Abbad ibn Bishr, sollten wir an unserer Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala hart arbeiten. Meine geehrten Geschwister, wir dürfen keine Minimalisten sein, die Jannah irgendwie betreten wollen und sich denken, Hauptsache nicht Jahannam. Nein, viel eher müssen wir uns Jannatul Firdaus als Ziel setzen und alles daran setzen, dieses zu erreichen. Ohne das Handeln aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala wird das Erreichen dieses Ziels jedoch um einiges schwerer. Denn ein Mensch, dessen Herz von inniger Liebe zu seinem Schöpfer umgeben ist und dessen Körper von Iman durchströmt wird, ist zu Großem in der Lage.